dagegen halten den Bestand der Luftwaffe für veraltet. Der müsse bis 2012 dringend erneuert werden. Mit 700 Stundenkilometern über die Ostseeküste. Der Höhepunkt folgt zum Schluss. Ein Durchstartmanöver. Morgen. Dann mit Tempo 2000 ab in den Himmel. Am Boden wird geprüft, wie gut der Körper die Belastung später in der Luft verkraftet. Dieser Druck, der sich aufbaut, dieses auf den Magen, auf die Beine und auf den Kopf drücken und dieses Nichtwissen, steige ich jetzt? Victor! Bin. Sarah. Tobi. Julia. Und Joni. Tim. Ja, du bist es doch, gell? Jawohl. Und schauen. Jemand anderes ins Tor. Keine Ahnung. Wir finden jemanden zum Abschreiben. Nein, wir waren jetzt dabei. Keine Ahnung, viel zu viele Leute. Sag mal, könnt ihr mal die Fresse halten? Irgendwann hau ich dem so richtig auf die Fresse. Du darfst dir das nicht immer gefallen lassen. Der macht mit dir, was er will. Egal. In der Küche arbeitet, der muss auch Hitze vertragen können. Stoiber sucht den Schulterschluss mit der Basis. Aber Katja, guck mal, was bist du so dumm und naiv, Joanna, und machst für ihn ein Konto auf? Bist du echt behindert, Mann? Wo ist eigentlich deine Mutter? Wirklich, als ich Schluss davon habe? Arbeiten. Guck mal, sowas musst du dir nicht annehmen. Stimmt das denn, Toni? Hat sie für dich ein Konto eröffnet? Nee, für sich selber. Nein, das muss ich sagen. Ja, aber Konto eröffnet ist bei. Er ist in der Super und deswegen kann das nicht sein. Also er ist in der Super eingetragen und meint.
mich verarschen, oder was? Ich hab überhaupt nichts gemacht. Mir ist zu Ohren gekommen, dass es zwischen euch beiden heute Morgen eine Auseinandersetzung gab. Ich würde gern wissen, was los war. Nix? Ja, nix. Wie nix? Ja, nix halt. Wegen nix sitzen wir jetzt hier zusammen, oder wie? Er hat angefangen. Das stimmt doch überhaupt nicht. Ich habe die Krücken weggetreten. Das ist doch Quatsch. Ey, Mann, ich habe einen Kapselriss, du Penner. Weißt du, wie weh das tut? Mir doch egal. Ich geb dir gleich egal. Jonas, warst du heute Morgen da dabei? Kannst du was dazu beitragen? Nee. Die ganze Sache ärgert mich. Und zwar ärgert mich am meisten, dass ihr als Realschüler gleich zur Gewalt greift. Das wollen wir hier an unserer Schule nicht haben. Deswegen kommt ihr heute Nachmittag zur Sporthalle und helft mir beim Geräteraum aufräumen. Nichts oder was? Ich muss mich schon. Was ist das? Das ist mir zu blöd, du machst weiter. Scheißdreck werde ich tun. Mach's weiter. Nein, Scheißdreck werde ich tun. Das lässt gut sein, er macht weiter. Ey, Mann, du nervst. Richtig Schiss. Hast du es gesehen? Und das nächste Mal kriegen wir es wieder zurück? Nee. Arschloch. Was spinnt ihr da? Zieh dir was. Wieso denn? Was ich dir sage. Gar nichts gemacht? Was? Überhand sind sie scheiße. Das bisschen, das mache ich doch überhaupt nicht so. Du musst das, was ich dir sage, ich tritt in deine Fresse, okay? Yeah.
Die Hose auch. Zieh's jetzt in den Hut aus. Bitte, Mann, das muss doch jetzt nicht sein. Mach, was er sagt. Hol dir einen runter. Geht nicht. Mehr sehe ich. Mann, das muss doch jetzt nicht sein. Hallo. Hallo. Das ist ja eine unfreundliche Begrüße. Siehst nicht gut aus. Geht's dir nicht gut? Was wollt ihr von mir? Du machst ab jetzt alles, was wir sagen. Verstanden? Alles. Hau ab jetzt. Hau ab jetzt! Weißt du was, der hätte jetzt eine blöde Fresse. Wenn nicht, dann schicken wir dieses Handy zu allen Schülern oder so. Video. Was? Wir schicken das Video zu jedem. Was hab ich denn gesagt? Handy. Kannst du aufheben, bitte? Sarah, erwiesen, dass du dich wunderschön fühlst. So, Christian braucht wohl ein bisschen länger heute. Wir beginnen einfach mal mit der Zusammenfassung. Seite 32. Ich habe mein Buch vergessen. Wer hat ein Buch für den Ahmed? Keiner. Lisa, was hatten wir denn bisher besprochen? Ja, wir haben den Johannes Beruf kennengelernt. Also aus der jetzigen Sicht. Heute, wo er 66 Jahre alt ist. Was ist eigentlich los heute? Larissa und Sarah. Nur weil Montag ist, müsst ihr euch jetzt nicht das ganze Wochenende erzählen. Ist jetzt gut. Und er ist ja kurz vorm Umzug und auch nur deswegen hat er das eigentlich entdeckt. Gut, danke. Christian, würdest du bitte lesen, Seite 32 unten. Christian, die Stelle, doch daran dachte ich nicht mehr. In meinem Dorf bin ich das größte Schwein.
Ich lasse mich nur mit Juden ein. Also Christian, wenn es alles ist, was von deiner Erziehung übrig geblieben ist, müssen wir nachher mal drüber reden. Jasmin, kannst du bitte weiterlesen? Ja. Doch daran dachte ich nicht mehr an jedem Tag im Hafen, als ich die Arme schützte und das kleine Mädchen schlang. Ma hatte die Antwort mit dem Kind verstanden, nickte und meinte, naja, sicher war sie einer der Jüngsten im Heim. Kommst du am Nachmittag vorbei? Nee, ich habe keine Zeit. Wann? Vorhin nach der Schule. Wir verschicken das Video. Und dann? Ist das ein Baseballschläger oder sowas? Lass mal runterkommen. Ja, komm einfach mal raus. Was machst du denn hier? Komm mal mit. Nee. Komm mal mit. Warum hast du das gemacht? Was gemacht?
Was ist das für eine blöde Frage? Schau dir mal sein Gesicht an. Ja und? Bist du bescheuert? Schau es dir an. Das war ich nicht. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Dir ist schon klar, dass wir das Video noch haben, oder? Ja! Ich habe nichts gemacht. Ich habe ihn in Ruhe gelassen. Aber was ist da mit seinem Gesicht? Was weiß ich? Damit habe ich nichts zu tun. Sag ihm, dass ich damit nichts zu tun habe. Ich habe dir nichts getan. Ich habe dich in Ruhe gelassen. Du hast also nichts gemacht. Ja, verdammte Scheiße. Was weiß ich, was seine Assomutter mit ihm macht. Halt's mal. Entschuldige dich bei ihm. Wieso denn? Du sollst dich bei ihm entschuldigen. Ich mache nichts mehr. Ich schwör's. Ich weiß es. Ja. Knie dich hin. Du sollst dich hinknien. Sag, dass es dir leid tut. Entschuldigung. Richtig. Es tut mir leid, verdammte Scheiße! Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid! Das ist nicht richtig. Ich glaube, ich muss mal pissen. Das passiert. Ich habe mich geschlagen.